Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und ich habe den Tobi, den Martin und den Sascha mit am Start. Hallo! Ja, Mosche. Guten Abend. Sehr schön. So. Ich hätte etwas Concrete Mix. Wunderschön. Also ich könnte weiter ausbauen, beziehungsweise eigentlich hier vorne erstmal reparieren. Ist denn dieses eine Ding so extrem kaputt? Ja, abartig. So, wollen wir erstmal gucken, wo hier was so kaputt ist, da wo die Zombies hauptsächlich waren gerade. Da war es auch schon rum. Ja, aber das ist irgendwie ein komischer Leck, weil irgendwie funktioniert es ja doch und irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Der Tobi hat gerade einen Moonwalk auf der Leiter gemacht. Cool. Du auch. Warum auch nicht? Mhm. Ja, kann man mal so machen. So, hier mal letzte. Haben wir noch irgendwo Reservekisten oder so? Kaffeekisten. Nehmen wir im Überfluss oder was? Na, so Klamottenkisten so. Na, ja, die vorhanden sind, sind voll. Ja, aber man könnte das Zeug mal entweder scrappen oder kombinieren. Ich weiß nicht, ob sich da mal einer die Mühe machen möchte. Ich bin schon dabei. Alles wird gut bei euch. Also jetzt ist in der Klamottenkiste wieder Platz. Ja. Gut. Jetzt wieder kein Platz mehr. Alles los geworden? Nein. Zum einen sind draußen noch in den beiden Kisten noch was drin. In den Loot-Kisten. Geht das Zeug aber ratzfatz weg hier. Na egal, was soll's. Wir leben hier am Überfluss. Hat der Martin mal gesagt. Ein Reichtum. Martin, was ist denn los? Nicht. Nicht? Wascht. In Ruhe. Ich habe im Übrigen im Stream ausprobiert und muss bestätigen, dass man mit dem Auger wesentlich schneller Sand farmen kann. Hab's jetzt im letzten Livestream für den einen oder anderen, die ihn vielleicht gesehen haben, mitgekriegt. Wenn nicht, könnt ihr dann auch bei mir auf dem Kanal noch anschauen. Ja. Ich gucke ja, dass ich die Livestreams immer wieder veröffentliche. Die halt leider nicht dran teilhaben konnten. Oh. So. Ja. Ordentlich, gell? Ich habe jetzt auch im letzten Livestream extra mal den Chat mit dazu gepackt, dass für die Leute vielleicht noch mal so sehen, wie oder ich quasi auf den Chat quasi reagiere. Weil ich festgestellt habe, dass das in meinen älteren Livestreams ein bisschen komisch ist, wenn ich dann auf einmal auf irgendwas antworte und man weiß eigentlich gar nicht warum. So wie immer, für das halt Selbstgespräche. Ja, das ist wohl wahr. Von dir. Ich sag dir, mein linker Fuß, Sascha. Ich sag's dir. Ja. Da war's wieder. Merk schon, jetzt wieder Probleme. Nee, eigentlich nicht. Nicht? Nö, das hat mit Problemen jetzt... Nö.
Oh, so. Mein dicker Fuß. Das waren jetzt hier unten, ja, sag ich mal, fast 5000 Concrete. Aber unsere Umschalung wäre damit auch fertig. Ganz coole Sache eigentlich. Sind wir denn jetzt in Sicherheit? Ja, zumindest wenn du unten stehst, das dauert zumindest ein bisschen. Also wenn es durchgetrocknet ist, sage ich mal, dauert es zumindest noch ein bisschen. Ja. Irgendwie ja. Zombies. Die Kreicher-Ladies gehen mir so gering wie ich auf den Nerv. Ja, aber kommst du leider nicht drum rum, wa? Doch. Ja, wir können die Forges und so ausmachen, ne? Genau. Ja, das wäre natürlich eine Riesenidee. Ich habe jetzt irgendwie fest damit gerechnet, dass ich hier die Dings abreiße. Sag's mir. Dings halt. Ja, genau, die Dings halt. Aber das ist zwei nebendran, also müssen wir das quasi so abstecken. Hast du auch schon mal was von Pumps gehört? Mhm. Ja, auch von Dings Pumps im Übrigen. Soll recht interessant sein, habe ich mir sagen lassen. Martin? Mhm, okay. Ja, ja, so ist das. Tobi, ist deine Kiste auch leer? Nein. Okay. Ja. Auf jeden Fall, für die Leute, die mal so ein bisschen auf die Startzeit dieser Folge geachtet haben, damit ihr mal seht, wie lange das dauert, bis wir unsere Verteidigung auch mal repariert haben. Das dauert nämlich eine Weile. Zwischen waren schon wieder Zombies hier, die es wieder kaputt gemacht haben. Ja, die haben zwischenzeitlich auch genervt, ja. Also wir haben direkt nach unserer Horde eigentlich direkt wieder Horden gekriegt. Aber so ist das halt in 7 Days to Die. Ne? Stillstand ist nicht. Stillstand ist aber auch langweilig. Das stimmt. Stell dir mal vor, nur alle 7 Tage hier würde quasi eine Horde kommen. Das wäre ja mal arschlangweilig. Oder? Könnte man ja in der anderen Zeit mal was schaffen. Was? Das könnte man theoretisch, ja. Aber nur theoretisch. Was muss jetzt gemacht werden? Hm? Was muss denn jetzt gemacht werden? Weiß ich nicht, wir brauchen Holz. Okay. Alle Kisten leer. Also weiß ich nicht, kannst mir auch hier unten noch helfen, den restlichen Dirt rauszubuddeln. Weil ich hatte mir zwar überlegt, auch nur so Wood Planks drauf zu bauen, aber es ist halt ein bisschen blöd, weil selbst, dass die ordentlich aussehen oder dass das auch mit den Leitern nicht kollidiert wäre, hätte ich sowieso ausbuddeln müssen. Also von daher habe ich es jetzt einfach mal gelassen. Und buddel es jetzt einfach aus und mache hier Wood Frames rein. Interessant. Ah. Möchtest du die Erde unter dem Gebäude selbst auch weghaben? Mhm. Was willst du mit der Erde machen? Wegmachen. Unter dem Gebäude selbst. Rechts auf der Betongeraden. Nee, brauchst du nicht. Also nur auf dem Weg? Genau, nur auf dem Weg. Das okay. Reicht völligst. Denke ich mal. Sagen wir es mal so. Das sollte zumindest reichen. Weil ich meine eigentlich, dass die hintere Wand jetzt auch noch konkret ist, ist ja eigentlich mehr oder weniger unnötiger Luxus. Optik? Ja, aber das vorne dran wird ja auch irgendwann mal zu Stahl. Das heißt, du willst es dann hinten dran deswegen auch in Stahl ausbauen, ja?
Irgendwann mal. Gut. Ja. Du weißt doch, irgendwann mal, wenn nicht vorher die nächste Version kommt. Das stimmt. Ach, doch, aber kompatibel. Ach, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Vertraut doch mal den Leuten von FunPimps. Nein. Nein. Eiskalt, nein. Das haben sie schon viel zu oft gesagt. Und jedes Mal musstest du neu starten. Naja, im Endeffekt hatten sie ja recht. Du kannst ja weiter mit der vorigen Version spielen. Ja, genau. Das macht halt nur keinen Sinn. Warum? Hm? Du hast nur die neuen Sachen dann halt nicht. Ja, toll. Aber du super. Könntest. Ja, das ist wohl wahr. Ich wollte gerade sagen, was steht mir da jetzt im Weg? Aber ich brauche mehr Woodframes, Mann. Gibt's ja gar nicht. Will darf ich noch mal? Nicht. Soll ich einfach wieder Erde hinschütten? Das kannst du ja Gott sei Dank nicht so schnell und so einfach. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass du die Erde da einfach draufpacken kannst, lieber Sascha. Warum nicht? Weil. Ich habe unterwegs 150 irgendwas hier. Das glaube ich Grasboden gewesen sein oder so. Lag in der Kiste drin. Ach, das ist die, wo der Martin gemeint hat, die sind weg, ja? Vielleicht? Nee. Waren die, die ich beim Looten die ganze Zeit zwischendrin gecraftet habe. Ach, wie geht's weiter? Achso. Autsch, Spikes. Ach so. Ja. Wobei, dank unserem WorldSec habe ich ein neues Bauprojekt. Was ich euch natürlich auch unbedingt zeigen möchte. Ja, musst du nicht. Frage ist nur, ob ich es genauso bauen werde, wie ich es gesehen habe. Also ob ich da wirklich Concrete draus mache, das weiß ich noch nicht. Das ist so die große Preisfrage. Vielleicht baue ich es auch nur aus Cobblestone. Da bin ich mir noch ziemlich unschlüssig. Aber das wird bestimmt eine coole Nummer. Ich verrate euch aber noch nicht, was es wird. Das ist quasi ein Betriebsgeheimnis. Ja, ja. So ist das. Aha. Tobi, was machst du eigentlich? Immer noch dafür sorgen, dass die Kisten ordentlich alle weggeräumt werden. Du räumst die Kisten weg? Achso, du vermauerst die Kisten wieder? Ja, ich verbuddel die Lootkisten, ja. Ah. Dann ist ja okay. Ich dachte schon, du machst Blödsinn. Ach ja. Vor allem, dann ist ja okay. Ich dachte, du machst schon Blödsinn. Okay. Nee, Blödsinn. Mit so einem Blödsinn fangen wir nicht an. Gut. Na. Wo komme ich jetzt hoch? Da. Was? Blödsinn spielt heute nicht mit? Nee. Nee, Blödsinn ist ausgeschlossen. Blödsinn hat es nicht zur Aufnahme geschafft. Nein. Traurigerweise nicht. Was denn nur? Mach doch was denn auch nicht. Lautlos. Ich hab Buh gesagt. Ach Buh, ich hab gedacht, du scheißt in die Hose, Mann. Hat am Ende eigentlich nur noch das Abputze gefehlt. Naja, erstmal dieses erleichternde. Ah. Ja. Habe fertig. Wissen. Das ist ganz komisch irritierend, wenn man auf einmal keinen Sound hat. Und die Kiste nicht aufgeht. Das auch, ja.
denn hier los? Warum fehlt denn hier die Hälfte? Das gibt's ja gar nicht. Was los? Ach. Nix. Ich bin einfach nur froh, wenn dieses Bauprojekt hier unten jetzt so sich so langsam in den Ende neigt. Quasi. Oder seht ihr das anders? Ja. Warum? Wer ist denn an der Trinkenkiste dran? Niemand. Also, ich war da vor 10 Minuten dran. Seitdem komme ich da auch nicht mehr ran. Cool. Oh, hast du kaputt gemacht. Eieieiei. Na toll. Ja, Sascha, musst du wohl verdursten. Trink einfach das Blut von Tobi. Da, ich sag dir, der Sascha war hier unten und schon wieder fehlt hier ein Frame in der Mitte. Ja, natürlich. Der klaut mir immer mein Handwerksmaterial hier. Gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Ja. Kriegt man sonst Frames her? Einmal rundherum. Na, kann natürlich auch sein, dass es vielleicht der Martin war. Wenn er das schon so sagt. Das sagt der, der mir meine Framebrücke über die Spikes geklaut hat. Ja, ich hab's ja abgebaut. Ja, ja. Ja, ja. Planken? Was passiert, wenn ich Klebstoff trinke? Weiß ich nicht, probier's doch mal aus. Nom, 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 nom. Du hast bisher nur zwei Luken reingebaut, Martin, ne? Ja. Oh. Gut. So. Was ist das hier raus? Und das da. Und dann können wir hier gleich weitermachen. Quasi. Die fertig ausbauen zumindest. Oh. Brauchst du was zu trinken? Ich hab noch was einstecken. Was? Der Tobi hat gehamstert, Mann. Gibt's ja gar nicht. Brauch was einstecken. Ja, ich habe aus der Lootkiste ein normales Wasser mit reingenommen. Das habe ich noch einstecken, weil ich es nicht weglegen kann. Ich koch mal schnell Wasser. Zwei auf der Seite. Sind ja hier zuständig. Okay. Hey. Ach halt. Ha, ich kann kein. Ich kann kein Wasser kochen, weil wir kein Holz haben. Genau, wir haben kein Holz. Welches? Links, rechts. In der rechten Porsche liegt Holz drinnen, ne? In der rechten. Danke dir. Da lag vorher auch schon was drin. Ich hab nur im linken reingeschaut. Ja, da habe ich Knochen bearbeitet. Ah ja. Dann hast du das ganze Wasser verbrannt. Verbrannt. Ja. Na und dann hast du auch noch die Getränkekiste abgeschlossen. Nee, das war ja Tobi, hat er ja gesagt. Ja. Tobi hat's kaputt gemacht. Also ich habe ja was zu trinken. Das ist schön, dass du was zu trinken hast. So. Und dann noch einmal auf der other side. Ah ne, hier habe ich ja schon. Das ist ja schön. Warum ist das eigentlich hier vorne? Außerdem hättest du ja hier Grain Alkohol trinken können. Ja. Das wäre im Übrigen eine Option gewesen. Du hättest doch hier unten die unnötigen Woodframes abbauen können, da hättest du auch wieder Holz gekriegt zum Wasserkochen. Genau. Darf man die wieder aufsammeln? Nee. War schon verwundert eben. Was machst du denn da?
Mein Eingang umbauen. Willst du? Nein, warum? Ich hab dir da mühsam reingebaut. Ja, da kann ich ja jetzt nichts dafür. Einfach die Handwerkslizenz. Darf ich ihn erschießen? Ja, ne? Nein. Wenn das nachher nicht schön aussieht, ne? Jetzt mach doch erstmal die eine Seite fertig! Warum denn? Ich kann doch meine Baustelle so aufroppen, wie ich will. Lass mich. Jungs, ich wander aus. Wer kommt mit? Gibt's ja gar nicht. Nur am Rumpinsen, der Kerl. Weißt du, ich muss das ja alles hier unten alleine bauen und jetzt hier mal da auch noch rum. Es war schon fertig! Das war überhaupt nicht fertig. Das sieht ja scheiße aus. So. Ich stand hier hinter der Säule. Ja, Mann, das war ein Köpfschuss. Ja. Wo stand ich bei dir? Vor mir. Also, hinter der Säule. Aber dein Bein hat halt rausgeguckt. Ich fand's auch faszinierend, dass ich dich getroffen hab, aber. Ich hab dich getroffen. Ja. Ja, Leute, so ist das. Und wir sind leider am Ende einer Folge angekommen. Hör auf jetzt. Bin hier kurz vorm Abnippeln, Mann. Zu Recht? Du hast ja alles kaputt gemacht. Ja, mit Recht. Einfach nur, weil ich es kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen oben, da würde ich mich drüber freuen. So wie Kommentare. Und wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr mit euren Servern auch so Probleme habt oder ob das wirklich bei uns jetzt nur so ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Hier zu 7 Days to Die. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.